Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier von der Book of Unwritten Tales Nummer 2. Ja, meine Freunde, Nummer 2. Wir sind hier in einem Ofen. Nein, wir sind hier in einem Wald mit einem Ofen. So rum. Genau, und wir haben hier eine kaputte Presse und einen Klumpen Lehm. Und ich denke einmal, wenn ich jetzt so... Warte mal, wie war das jetzt? Link, müssen wir jetzt hier rechts weitergehen. Ich glaube, das wäre richtig gewesen, ich weiß es nicht. Oh, verdammte Kacke. Das ist die Falle gewesen, okay. Ach, hier ist der Wald. Oh, hier ist... Oh, ich dachte schon, wir werden hier nie irgendwie zu... wieder rausfinden. Denn die kaputte Presse kann ja Nate reparieren. Da ist ja so ein erfindiger Erfinder. Sollen wir die Presse hier mal dem Herren hier geben? Nate, er kann es ja reparieren. Ist ja gut dabei. Hey, Nate. Ich habe im Wald eine kaputte Lehmpresse gefunden. Kannst du sie reparieren? Das war's schon? Wow, du bist schnell. Die war wahrscheinlich gar nicht mal kaputt, aber hey. So, wir müssen doch theoretisch gesehen... Ein perfekter Lehmziegel. Ein absolut perfekter Abdruck des eisernen Bolzens. Besser, ich stecke den Abdruck nicht in meine Tasche. Er könnte sich verformen. Aber hier in der Nähe kann ich ihn benutzen, wenn ich ganz vorsichtig bin. Mit dem Feuer? Das offene Feuer eignet sich, glaube ich, nicht, um Lehm zu brennen. Es ist zu heiß. Das Wasser im feuchten Lehm würde zu schnell verdampfen und den Lehm verformen. Warte mal, wir müssen ja Silber und Dingens. Der Bäsch ist fast voll mit Silberschmuck. Sah erst gar nicht mal so auch viel aus. Okay, gut. Und jetzt können wir den übers Feuer halten. Weil es ist ja zu heiß. Mal schauen, was passiert. Oh, heiß. Sogar heiß genug, um das Silber im Becher zu schmelzen. Wow, wer hätte es gedacht? Das mit dem Klumpen... Das funktioniert bestimmt nicht. Der Lehm ist ziemlich feucht und durch das heiße Silber würde das Wasser explosionsartig verdampfen. Ich bin immer noch ein Gnom. Und Gnome kennen sich von Natur aus mit explosionsartigen Verdampfungen aus. Okay, dann machen wir hier was irgendwie mit Sand oder so. Keine Ahnung, ist ja auch eine Presse. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Und trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse. Genau, und jetzt die Bolzen da rein. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Dann können wir jetzt das da reinfüllen. Das ist der spannende Augenblick. Wir bräuchten gar kein Lehm. Kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Perfekt! Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Tiefer vordringen, Wünscht mir Glück. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. Hm.
Na gut, dann gehen wir wieder. Wie war das jetzt wieder? Ach, du meine Fresse. Und danach... In Ordnung. Zeit, auf Werwolfsjagd zu gehen. Nein! Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Alles in Ordnung? Ist sie weg? Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Alles in Ordnung. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht... Timmy? Nicht! Bist du bescheuert? Ich hätte ihn erwischt! Das tönt aber gar nicht wie eine Frau unter dem Ding. Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Er ist eine Wehrratte. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln. Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen. Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas. Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Timmy. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. Naja, das würde nicht mal so schnell passieren, aber die einfachste Frage. Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein, ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja, werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du da nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein, ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du es versucht hast. Naja. Und du? Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Und sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, nicht sonderlich. Und? Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn. Aber dieser Wald... Ich habe eine Idee, wie wir das Herz finden können. Ich brauche dafür ein Gerät vom Bürgermeister. Dann schlage ich vor, dass du dieses Gerät besorgst und ich so lange die Stellung halte. Allerdings nicht hier bei den Spinnen. Ich warte drüben beim Durchgang. Ist gut. Allzu lange sollte es nicht dauern. Was ist das mit Timmy? Das ist übrigens, ja sehr komisch. Mein Name ist Lizzie Kieselbach. Meine Freundin nennt mich Tin Lizzie, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Ja, gut. Also, links, rechts,
links und dann nochmals rechts, was er glaube ich. Das heißt rechts, links, rechts, so rum, glaube ich. Irgendwie sind wir da rausgekommen. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall... Warte mal, können wir es irgendwie uns jetzt... Kommen wir jetzt hier uns? Ein altes, sagen wir mal großzügig, weißes Bettlaken. Ja, was können wir denn machen? Lange Stäbe sind fast so nützlich. Ein altes... Ein altes, sagen wir mal großzügig, weißes Bettlaken. Ein altes... Komm mit dem Herrn nochmals reden, ich weiß nicht. Hallo. Ja? Wenn man von einem Werwolf gebissen wird, wird man selber zu einem, oder? So hört man. Der Werwolfsfluch nennt sich das. Wissen Sie, wie man den wieder los wird? Normale Wölfe gibt es hier in der Gegend viele, besonders in der Nähe des Schlosses. Aber Werwölfe... Bis heute hat sich keiner von denen in unsere Gegend verirrt. Deswegen kenne ich mich damit auch nicht aus. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Reden wir noch mal mit Gulliver oder so. Vielleicht kann sich der ja hier reinschleichen und dann haben wir das PKE-Gerät oder so. Ich weiß nicht. Was kann der mit dem Bettlaken anfangen? Nichts. Okay, reden wir mal mit dem Typen. Gulliver? Wilbur, hast du das Herz des Waldes gefunden? Und Esther und Timmy, geht es ihnen gut? Noch keine Spur von Esther. Aber was Timmy angeht, gibt es Neuigkeiten. Ja. Ich dachte mir, im Dorf wärt ihr vielleicht sicherer als hier. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob ihr dort warten könnt. Lass mich raten, was er gesagt hat. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Das ist doch ungerecht. Warum will er euch nicht helfen? Die Leute kennen uns nicht. Und vor dem, was sie nicht kennen, haben sie Angst. Vielleicht kann ich noch mal mit ihm reden. In Seefels dachte ich... Dass Erfolg und genug Geld die Leute vielleicht vergessen lassen könnte, wer wir sind. Aber das tun sie nicht. Nie. Der Werwolf, den du gesehen hast, ich glaube, das war Timmy. Timmy? Was erzählst du da? Ich bin ihm im Wald begegnet. Er ist eine Wehrratte. Du meinst, Timmy wurde vom Werwolf gebissen? Nicht heute Nacht. Vermutlich schon vor langer Zeit. Er war in Esthers Manteltasche, als wir Düsterwald erreichten. Hier ist es immer Nacht und immer Vollmond. Und als mein Flauschekätzchen sich so vor dem Paladin erschrocken hat? Muss er aus ihrer Tasche gefallen sein. Er sah den Vollmond und verwandelte sich. Aber wenn hier immer Vollmond ist... Richtig. Wir müssen einen Weg finden, den Fluch zu brechen. Oder wir müssen Timmy irgendwie aus dem Düsterwald schaffen. Im Herz des Waldes müsste es viel psychokinetische Energie geben. Ja. Was für ein Ding? Naja, so eine Art Energie, die von übernatürlichen Sachen ausgestrahlt wird. Man kann sie mit so einem kleinen Gerät mit Ärmchen dran aufspüren. Könnt ihr so ein Gerät bauen? So ein kleines Gerät mit Ärmchen dran, das Spuk aufspürt? Keine besonders präzise Beschreibung. Kannst du Konstruktionspläne besorgen? Dann können Nate und ich unser Glück versuchen. Nein, glaube nicht. Wenn wir uns keinen eigenen PKE-Detektor bauen können, müssen wir irgendwie den vom Bürgermeister bekommen. Aber er will ihn nicht hergeben, weil er ihm zuverlässig die Gegenwart von übernatürlichen Dingen anzeigt. Was schlägst du vor? Ich arbeite daran. Also gut, haltet die Stellung.
Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Kommen wir jetzt dem Herrn. Na, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Das war's.